Mehr als 60'000 Besucher werden an der Ferienmesse erwartet. Wir wollten von einigen von ihnen wissen, wie ihnen die Festspo gefällt und was ihre Beweggründe waren, um hierher zu kommen. Gefällt mir sehr gut. Wir kommen eigentlich jedes Jahr. Die Festspo ist mega cool, es ist übersichtlich und ja, man sieht so neue Sachen. Eigentlich sehr gut in der kurzen Zeit, in der ich jetzt hier bin. Vor allem die Reedereifahrten finde ich sehr interessant, eben, weil ich würde gerne wieder bald auf so ein Schifffahrt sein. Sehr gut, es hat viele verschiedene Angebote, die man richtig aussuchen kann zwischen Wellness, Wandern und jüngstes Jahr. Sehr vielfältig. Ja, ich finde es informativ und spannend, wenn man etwas sucht, etwas bestimmt. Man hat alle Anbieter nach. Es ist mega schön, es hat vor allem mega viele Stände, die richtig sich Mühe gegeben haben, mit ganzen Rochen, die oben dran schwirren. Sehr schön. Sehr gut, es hat nicht so viele Leute, man kann überall mit den Leuten reden, sich Informationen holen und ja, es ist informativ. Und was sind denn eigentlich Ihre Beweggründe, um hierher zu kommen? Ich suche neue Inspirationen für zum Reisen. Ich habe Zeit zum Reisen und will gerne einmal etwas anderes machen, als was ich schon gemacht habe. Und darum bin ich gekommen. Wir sind eigentlich gekommen mit dem Ziel, uns über Australien zu informieren. Wir wollen auf Australien dieses Jahr noch. Und haben gehofft, wir haben ein bisschen Klarheit über. Jetzt haben wir relativ viel gehört. Jetzt müssen wir dann heim überlegen. Sind Sie zufrieden mit der Beratung? Also wir sind sicher einen Schritt weiter gekommen jetzt. Wir haben zwei sehr, sehr gute Beratungen gehabt und eine ganz, ganz, ganz schlechte, uninteressierte Beratung. Dort werden wir garantiert nicht buchen. Also jetzt dieses Jahr kommen wir vor allem, weil wir eine Golfferien machen wollen und eventuell eine Reise nach Australien. Das war eigentlich die Idee von ihr. Aber wir gehen da gerne reisen. Und ja, haben wir gedacht, vielleicht finden wir auch noch mal neue Ideen, wo wir noch hingehen können. Ich habe ganz viele Plakate gesehen und habe gedacht, ich komme es mir mal selber anschauen, auch um ein bisschen Ideen zu finden, wo ich als nächstes hingehen könnte und auch Reiseveranstalter besuchen, die man auch schon kennt und schon gebucht hat. Ich wollte die Welt entdecken auf einer Fläche. Also wir haben erstens ein bisschen zusammen geschaut, für vielleicht im Frühling irgendetwas zusammen unternehmen. Und ich schaue auch noch ein bisschen für Fernreisen irgendwie ein bisschen Indonesien-Region. Mal schauen, ja. Aber es hat ganz viele Anbieter. Also kann sich wirklich super informieren hier. Und die Leute kommen auch daraus.